Ich glaube, St. Peter-Ording ist einer der Orte, die die besten Rahmenbedingungen bieten, um Corona-konform eine Veranstaltung in dieser Form durchzuführen. In der Rangliste sieht es jetzt relativ eindeutig aus, das war es aber definitiv auf dem Wasser nicht. Jetzt heute hatten wir die Disziplin Foiling und es war wirklich so, dass ich erst im allerletzten Rennen, im fünften Rennen des Tages, diese Disziplin gewinnen konnte. Sebastian Kornum aus Dänemark hat mir das Leben schwer gemacht. Fabi Wolf aus Deutschland war stark. Michelle Becker aus Kiel hat auch ein Rennen gewonnen. Das heißt, da war ganz viel Action drin, ganz viele verschiedene Sieger und es war definitiv nicht eindeutig. Ich freue mich natürlich, dass ich zum Schluss gewonnen habe. Ja, so einfach war das dieses Wochenende definitiv nicht. Auf 1, Vincent Langer! Ich freue mich, euch schon in ganz wenigen Tagen wiederzusehen, denn am Mittwoch geht es auf Sylt ja schon wieder weiter mit den deutschen Meisterschaften. Ist also nur ein ganz kurzer Abschied und ich freue mich dann, wenn es weitergeht. Vielen Dank. Ja.